Besuche beim Zahnarzt können wehtun, vor allem wenn der Blick auf die Rechnung fällt. Ganz besonders schmerzhaft wird es für Patienten, die teuren Zahnersatz benötigen, denn die Krankenkassen übernehmen in der Regel nur noch einen geringen Teil der Kosten. Den Rest müssen die Versicherten aus eigener Tasche zahlen. In Deutschland sind das oft mehrere tausend Euro. Wie die Rechnung niedriger ausfallen kann und wie man einen Besuch beim Zahnarzt mit einem Urlaub im warmen Süden kombinieren kann, das erklärt uns jetzt Boris Majonovic. Er ist der Geschäftsführer der Handwerkskammer und des Hotelverbandes von Montenegro und PR-Manager der Seite Supersmile Montenegro. Herzlich willkommen, Boris. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Jetzt muss ich auch meine Maske anziehen, dass wir das auch ordentlich machen, so wie sich das gehört. Ich habe eine Visible. Genau, du bist ja sehr gut ausgestattet. Sowas muss ich mir, glaube ich, auch mal besorgen. Das ist wirklich, wirklich eine tolle Sache. Ja, vielen Dank. Schenke dir gerne eine. Ja, das freut mich. Boris, Besuche beim Zahnarzt sind teuer, das wissen wir. Und es gibt mittlerweile ja im europäischen Ausland, in Ungarn, in Tschechien, in Polen, ganz, ganz viele Alternativen, die teilweise deutlich günstiger sind. Warum sollten die Patienten aber jetzt gerade zu uns nach Montenegro in die Behandlung kommen? Also wenn man einen unvergesslichen Urlaub mit dem echten Nutzen also verbinden will, und zwar dabei meine ich die Mundgesundheit, dann meine ich auch eine Dienstleistungsqualität, eine hohe Dienstleistungsqualität und auch Budget, dann ist Montenegro sicher ein Auswahl, also kommt in engsten Auswahl in Europa. Mhm. Das ist einfach dadurch bedingt, dass wir hier relativ, also das berichten uns die Touristen, relativ niedrige Kosten haben. Also ein Tourist im Durchschnitt sage ich, verbraucht täglich etwa 59 Euro pro Tag für die Unterkunft, für die Kosten also 21 Euro und vielleicht für den lokalen Nahverkehr 7 Euro. Das sagt von sich selbst, dass das wirklich sehr günstig ist. Ja. Und das ist bedingt dadurch, dass wir in Montenegro nicht einen hohen Standard, also was Lebensstandard betrifft, also unsere Löhne sind ungefähr 520 Euro im Durchschnitt. Genau, der Lohn ist sehr, sehr niedrig. Aber nicht nur deswegen, sondern wir haben auch sehr niedrige Steuern, das muss ich sagen. Manche Steuern haben wir gar nicht, wie zum Beispiel Gewerbesteuer in Deutschland oder Einkommensteuer ist bei uns 9%, also Mehrwertsteuer zahlen die Zahnärzte gar nicht und deswegen können diese Dienstleistungen auch billiger sein. Aber ich muss da noch etwas betonen, also es geht, wir möchten uns um keinen Fall als eine billige Destination also promovieren, es geht darum, dass wir eigentlich wir sind, sagen wir, auch mit dem regionalen Tourismusmarkt verbunden gewesen, lange, also bis 2018. Ja. Dann alle diese Sachen spielen mit und wir können natürlich mit hoher Qualität uns präsentieren, aber mit, sagen wir, also affordable prices. Ja, genau. Also wo wir gerade beim Preis sind, also wenn wir von Zahnersatz sprechen, also Kronen, Implantate, das sind ja die Sachen, die relativ teuer sind. Wie groß ist der Preisunterschied im Vergleich zu Deutschland, sage ich mal? Und gibt es Unterschiede in der Qualität? Nein, Unterschiede in der Qualität gibt es nicht. Also das muss ich auch betonen. Ein Schweizer Freund hat mir erzählt, also das bestätigen auch viele Touristen, die hier bei uns waren, dass diese Dienstleistungen am hohen Niveau ist. Auf der anderen Seite berichten sie auch, ja, das ist auch logisch, weil die, sagen wir, die Investitionen, die die Zahnärzte hier haben, sind verbunden mit, sagen wir, mit, also das ist alles neu. Unsere Stadt hat, ja, nagelneu, also unsere Stadt hat den Markt, also die Konkurrenz auch in diesem Gesundheitssektor eingeführt. Also privatisiert quasi. Privatisiert fast in diesem Bereich haben viele investiert. Und das ist ja auch logisch, dass man die neuesten Sachen technischen Stand also ist. Auf der anderen Seite, wenn man von diesen Preisen sprechen, also bei uns sind zum Beispiel die Kronenpreise sind von 100 bis 200 Euro, abhängig davon, ob man Metallkeramik oder metallfreie Keramik also hat. Was kostet das in Deutschland, so als Vergleich? Also ungefähr? In Deutschland ist das über 900 Euro, das habe ich so gehört, aber ich habe mich da nicht recherchiert, aber bei uns sind diese Preise, die auch die Einheimischen zahlen müssen, deswegen sind die, logisch, es gibt keine zwei Arten von Preisen. Auf der anderen Seite, was wichtig zu sagen ist, dass
Auch diese Implantate, die du erwähnt hast, also ja, die sind ungefähr 500 bis 600 Euro. Okay. Und da muss ich sagen, dass wir auch manche Führungsprotokolle eingeführt haben, ganz neue, moderne chirurgische Führungsprotokolle, so das heißt konkret, dass die Leute erstmal das Bild bekommen von dem, was sie am Ende bekommen werden. Aha, und okay, erst dann wird das implantiert. Das okay, das ermöglicht, dass man zum Beispiel in einer Woche alles fertig macht, und es gibt da zwei Protokolle, All on 4 und All on 6, also das okay, heißt auf 4 Implantate oder auf 6 Implantate, mhm, und eigentlich in 7 Tagen hat man also ganz komplette Lösung, ja, also für, sagen wir, relativ günstig. Und man kann sich vorher anschauen, quasi, wie man nachher aussehen wird. Richtig, richtig. Aha, toll. Richtig. Damit arbeitet. Okay. Wie ist das mit der Abrechnung bei der Krankenkasse in Deutschland? Beziehungsweise wie ist denn der gesamte Ablauf, mal angenommen, es hat sich jetzt jemand für eine Behandlung hier in Montenegro entschieden? Also bis jetzt ist das wirklich einwandfrei. Also du bekommst eine Rechnung, diese Rechnung wird von der deutschen Krankenkasse also übernommen. Und natürlich, das gilt nicht für die ästhetische Medizin, aber das liegt an den Krankenkassensystemen. Ja. Mhm. Und was den Ablauf betrifft, also dass wir haben uns bemüht hier in supersmile-montenegro.dental, also dass es möglichst unkompliziert ist. Genau, das ist ja wichtig. Ja, ja, und dass die Wege am kürzesten also sind. Also das heißt, die Patienten also suchen einfach auf unserer Webseite finden einen von uns empfohlenen Zahnarzt oder mhm, Zahnärztin. Mhm. Kontakt geht direkt, also man kann direkt den Zahnarzt anrufen. Sie sprechen auch Englisch, das sind jüngere Leute, ja, ungefähr 40 Jahre also ja, im Durchschnitt ab. Und das geht alles unkompliziert. Mhm. Man kann auch automatisch einen Termin aufsuchen in der realen Zeit, also in mhm, der Echtzeit. Mhm. Und man bekommt einen Termin. Und natürlich, wir bemühen uns, dass es nicht über Chatbots die Kommunikation läuft, sondern direkt. Echte Menschen. Also, echte mit echten Menschen. Genau, also ja, das ist ein individueller Zugang, glaube super, ich, im Tourismus, sehr ja, wichtig für alle. Ja, klar. Und die Touristen möchten auch sicher auf der sicheren Seite sein und auch sich erkundigen und viele vielleicht auch Fragen also stellen. Mhm. Deswegen ist es am besten, wenn Sie uns anrufen per einen Klick, also Sie ja, bekommen direkt okay, einen Ansprechpartner, der Sie eigentlich helfen wird, ja, um das ja, alles ja, zu machen. Ja. Ja. Was ist denn deine Rolle jetzt genau dabei? Ich habe mir deine Seite angeguckt, supersmile-montenegro.com oder supersmile-montenegro.dental. Da gibt es viele Zahnärzte, da gibt es viele Unterkünfte und also quasi alles an einem Platz. Ja, also ich verstehe mich als, sagen wir, als Kundenadvokat oder Patientenadvokat, als mhm, eine Schnittstelle und auch als Concierge. Mhm. Das muss ich so sagen. Also es geht darum, dass wir den Leuten wirklich helfen möchten und dass sie von uns eine gute, nach diesen Behandlungen eine sehr gute Erfahrung haben. Genau, und wir haben nicht viele Zahnärzte, also es geht... Wir haben ein Motto, Klasse statt Masse. Okay. Und jetzt haben wir Zahnärzte in Ulci, in Bar und in Podgorica. Mhm. Bis Ende Mai werden noch die Testphasen also fertig sein, bekommen wir auch Kotor, Tivat und Budva. Okay. Das sind also an der Küste, dann die ganze Küste fast also genau, bedeckt. Genau, schön. Und das, was noch wichtig ist zu sagen, also ich als Geschäftsführer der Handwerkskammer habe ich eine lange Zusammenarbeit mit der deutschen Handelskammer gehabt, mhm, und okay, zwar aus Koblenz, du bist auch Kovalenzer. Richtig, genau, ich komme da ja, aus der Ecke, haben, genau. Ja, und wir haben ein Zahntechnikerlabor von euch bekommen, okay, von der Handelskammer, und das wurde in Montenegro in der Medizinschule implementiert. Aha. Und dann habe ich gesagt, okay, als Geschäftsführer des Hotelverbandes, Handwerkskammer und auch jemand, der diese neue Digitalisierung also vorantreibt und, mhm, und sagen wir Industrie 4.0 oder Wirtschaft 4.0, also habe ich gedacht, also wie wir das verbinden kann. Und das mhm, haben wir so gemacht. Meine Frau, sie ist Maßschneidermeisterin, auch nach den deutschen also Standarden ja, 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 und Modedesignerin, aber sie ist ursprünglich eine
eine Krankenschwester. Okay. Und sie ist spezial, also deswegen in den Zahnarztpraxen also gegangen, um da doch mehr sich besser zu erkundigen. Und wir haben uns entschlossen, ein Dental Tourism Hub für Montenegro zu machen. Okay. Und unsere Rolle ist, also die besten Zahnärzte drauf zu bringen, die Leute zusammen zu verbinden und die Touristen, die eine Reise machen oder einfach geschäftig sind, also das mit sehr hochwertigen also Dienstleistungen im sagen wir Stomatologie also verbinden. Ja, das ist unsere Rolle. Super. Und ich glaube, also ganz, ganz tolle Idee und ich denke, es spricht eigentlich auch nichts dagegen, dass man sowas kombiniert und andere Länder sind ja dort auch sehr, sehr erfolgreich und warum soll das in Montenegro gerade bei unseren tollen Voraussetzungen hier mit dem schönen Wetter und der entspannten Lebensart, warum soll das nicht funktionieren? Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich und ich kann mir gut vorstellen, dass auch vielleicht der ein oder andere, der uns heute zuschaut, da mal nachdenkt, ob er das Geld nicht vielleicht sparen möchte und das Ganze mit einem Urlaub kombiniert und so eigentlich doch diese Sache sehr schön erledigen kann. Und da sind wir auch gerade schon beim Thema. Du hast uns ja ein Gewinnspiel mitgebracht für unsere Zuschauer mit Preisen im Wert von über 2.800, fast 3.000 Euro mittlerweile. Und ich schlage vor, wir zeigen das jetzt mal kurz und dann kannst du vielleicht danach noch erklären, was dabei zu beachten ist. Das machen wir jetzt einfach mal. Jetzt will ich mal gucken, wo das hier ist. So, ganz kurze Sekunde, da ist es. Ja. Boris, also das haben wir jetzt mal so abgefahren. Der Post dazu, das will ich gerade noch sagen, der ist auch jetzt auf der Seite von Michaels Urlaubs.tv online gegangen, genau in dieser Sekunde. Was müssen denn jetzt diejenigen, die daran interessiert sind, machen? Ich blende vielleicht nochmal hier die erste Seite ein. Vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz. Ja, also ganz einfach. Also die sollen einfach eine Gutscheinnummer draufschreiben, also in den Kommentar schreiben und auch die Webseite von www.montenegro-supersmile-montenegro.dental und das alles auf ihren Profilen kopieren und am 23., das ist am Freitag, um 23 Uhr ist das offen. Also das kann man machen bis dann und dann werden wir in der nächsten Sendung also diejenigen auswählen und diese Preise, die über 3.300 Euro also eigentlich jetzt im Moment betragen, also gerne verschenken. Das super. Wird als eine schöne, glaube ich, Promotion für alle. Also eine ganz, ganz tolle Sache und ich bin mal gespannt, wer da mitmacht, denn die Preise sind ja wirklich sehr, sehr hochwertig. Also wenn ich jetzt hier nochmal schaue, zum Beispiel Super Smile ME1 Anti-Aging Hollywood Smile im Wert von 2.500 Euro, das ist natürlich schon eine Hausnummer, muss man ganz klar sagen. Ne? Ja, diese ästhetische, sagen wir, Dentistry oder Aesthetic Dentistry ist sehr wichtig. Das geht nicht nur jetzt um Zahnärzte, sondern es geht auch um Gesicht, um Muskeln, also viele Prozeduren. Die Protokolle, die wir hier haben, sind geprüft, westeuropäisch und wir sind froh, dass wir das anbieten können. Ja, wirklich ganz, ganz, ganz tolle Sache und ich bin mal gespannt, was am Ende rauskommt. Also nochmal für unsere Zuschauer der Hinweis, macht mit, füllt den Kommentar aus. Ihr findet den Post auf der Seite von Michaels Urlaubs.tv. Schreibt in den Kommentar mit dem Hashtag hinein, welche Behandlung
Behandlung ihr gerne geschenkt bekommen möchtet, also Hashtag SuperSmile ME1, ME2 und so weiter und so fort. Das Ganze läuft bis zum kommenden Freitag um 23 Uhr und dann werden wir am nächsten Samstag bei unserer nächsten Sendung um 13.30 Uhr die Gewinner hier auch gerne bekannt geben. Jetzt gehen wir kurz ab in die Werbung und sind dann direkt danach wieder da für euch mit der Info-Ecke.